Hi Leute und willkommen zur Zusammenfassung vom Final Fantasy 14 Live-Letter des Produzenten 59. Diesmal mal auf andere Art und Weise. Ich habe mir zwar den Livestream angeguckt und der ist noch nicht mal vorbei. Das heißt, er geht halt schon über 4 Stunden. Aber dort wird im Moment jetzt nichts zum neuen Patch 5.3 gesagt, sondern einfach nur so nochmal so Randinformationen. Ich habe es eigentlich aufgenommen. Es sind aber mit meiner Zusammenfassung von den 4 Stunden sind es trotzdem noch über 2 Stunden. Und weil sich das halt in der Länge keiner nochmal angucken wird, gucken wir uns die Zusammenfassung vom Live-Letter vom Final Fantasy Discord an. Und zwar ist das immer so eine Fan-Translation. Und dort starten wir. Ich habe jetzt mal ein Overlay reingemacht, weil ich halt die Memberliste nicht zeigen will und meine Discord-Liste mit meinen ganzen Discords nicht. Deshalb habe ich einfach eins von meinen nicht so großartig aussehenden Overlays genommen. Aber ich hoffe, das wird so gehen. Erstmal gestartet ist das Ganze um 13 Uhr. Dann haben wir bekommen den Trailer zu 5.3. Den können wir uns später auch nochmal anschauen, beziehungsweise wir bekommen, werden hier auch nochmal die Links sehen. Oder ihr geht einfach YouTube, Final Fantasy 14 und guckt euch selber an. Ein paar Screenshots aus dem Trailer. Können wir uns ja ein wenig anschauen. Hier sehen wir wieder ein Meteoritenregen, wie wir den schon mal im letzten Patch gesehen haben. Ein paar Szenen kurz vor einem Kampf, ein Gespräch mit einem Ashen, beziehungsweise das, was die Ashens früher mal waren. Und ja auch natürlich ein paar neue Prüfungskampfgegner. Das Fliegen in den Realm Reborn-Gebieten. Plus ein paar Bilder aus den neuen Nier Automata Raids. Und natürlich Story. Und das Erste, was natürlich verkündet wird, wir sehen es hier, 20 Millionen Spieler hat Final Fantasy XIV inzwischen erreicht. Und das wurde auch so ein bisschen gefeiert. Dann haben wir natürlich das Datum für die Patch 5.3 bekommen. Das wird der 11. August sein. Ganz klar, vorher wird natürlich irgendwie ein Tag Serverwartung sein. Wer sich den Trailer angucken will, hier oder wie gesagt, halt einfach auf YouTube suchen. Gehen wir direkt rein und dann ist natürlich diese Yoshida Fox-Klon typische Begrüßung. Die quatschen ein bisschen. Und dann geht's auch schon los. Übliche kleine Zusammenfassung, was reinkommt und dann später ein bisschen mehr ins Detail. Natürlich das Hauptszenario, wilden Stämme, Quest der Zwerge plus neue Chronik von Eorzea. Halt einfach ein bisschen auf die Story drauf. Dann natürlich unser neuer erster Dungeon, der mit zukommt. Dann natürlich der neue Prüfungsfight. Das soll ja Saphir-Weapon sein. Also so eine Art Saphir-Weapon in Normal und Extrem. Und dann natürlich der 24er Raid. Im Nier Automata-Stil, der
Puppet Bunker. Dann natürlich so ein bisschen was Neues, Altes, was kommt noch mit zu, was wird ein bisschen nach hinten verschoben. Natürlich der Revamp von den Realm Reborn Gebieten, das heißt mit den Quests, dass die Quests kürzer sind, leichter sind, für neue Leute, die einsteigen, besser, die überarbeiten, weiterten schwereren Trial Prüfungskämpfe, die Resistenzwaffen oder wie heißen die auf Deutsch? Jetzt komme ich hier auf die Namen. Also von der Bosnia-Front, die Widerstandswaffen kommen leider erst im Patch 5.35. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Da wird auch später nochmal drauf eingegangen. Aber sie kommen. Dann nochmal wird es PvE-Skill-Änderungen geben, PvP-Skill-Änderungen und die Season 6 für Feast PvP. Das mit den Skill-Änderungen machen wir später. Das haben sie extra nochmal zusammengefasst. Dann natürlich kommt auch wieder neuer Content für die Crafter und Sammler hinzu. Ganz normal. Neue Geschichten kennt man. Es kommt immer dasselbe praktisch für die Crafter und Sammler dazu. Der Wiederaufbau von Ishgard wird erst in 5.31 kommen und nicht in 5.30. Genauso wie die neuen Crafter und Tools. Die werden auch in 5.35 erst weitergehen und nicht jetzt schon. Dann gibt es ja jetzt die Möglichkeit, eine Party zu gründen und danach eine Party zu suchen, praktisch Party sucht Party sucht Party ab im Raid. Neue New Game Plus Inhalte sind dazu gekommen und so weiter. Und natürlich, wenn man in so einer Party drin ist, kann man trotzdem halt noch auf eine andere Welt traveln. Was war das? Irgendwas wollte ich hier vor. Genau. Man kann wohl demnächst auch einstellen, dass über eine Option, dass man speziell für eine Party einen Heiler haben will, und zwar einen White Mage zum Beispiel. Das heißt, man kann dann im Party Finder das wohl so adden. Verstehe ich nicht, warum das so drin ist, wenn ich einen Party Finder aufmache und mir selber eine Gruppe erstelle, stelle ich das doch so oder so ein. Deshalb weiß ich nicht, was sie mit Party Finder meinen. Ob sie jetzt dieses Gruppenparty Finder meinen oder generell. Oder ob sie diesen Random Party Finder meinen damit, dass man das in dem Random Ding einstellen kann. Dann ganz einfach Poetiksteine zum Umtauschen sind es bei NPCs in Mordona und Edelzehe mit zugenommen worden, bla bla, ist jetzt nicht so wichtig für die Leute, die schon Level 80 sind. Da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Na. Nein.
dann natürlich hier nochmal das Fliegen in den Realm Reborn Gebieten, dann ab dem 11.8. Yoshida demonstriert das hier mit seinem schönen Mount, dass er hier halt an der Sonnenküste so ein bisschen umherfliegt. Dann hier, wer ist das? Camp Bronzesee ein bisschen umherfliegt mit noch einem Mount. Dann, was sehr, sehr nice ist, und zwar die Free Trial Version wird geupgradet. Sehen wir hier, man kann dann ab dem 11.8. mit dem Free Trial bis Level 60 spielen, bis man Patch 3.56 erreicht hat. Man hat die Möglichkeit, den Dark Knight Astrologen und Mechanisten freizuschalten, und man hat auch die Aura-Rasse jetzt zum Anfang gleich zum Erstellen. Sonst vorher hätte man sich halt Heavensward kaufen müssen. Muss man jetzt nicht mehr. Man kann jetzt in der Free Trial das alles haben. Und wer sich eine Standard Edition kauft, der hat diese Sachen natürlich jetzt auch dann ab dem 11.8. mit drinne. Was halt mega nice ist. Dann wird ganz kurz erwähnt, was geändert wird. Halt beim Monk wird ein bisschen was geändert, beim Baden wird was geändert, beim Astrologen wird was geändert und beim Beschwörer, da kommen wir aber, wie gesagt, später noch ein bisschen zu. Dann wird ein wenig vom 24er Raid, dem Puppenbunker, gezeigt. Der Schilder geht zu einem von den Bossen und lässt sich halt so typisch zeichnen, ein bisschen die Arena. Und zum Schluss wird er von der Plattform gekickt. Das heißt, da ist wieder Death by Gravity im Spiel. Und wir sehen hier auch so runde Plattform. Das heißt, da eine Gruppe, da eine Gruppe, da eine Gruppe. Und dann fangt an, den AoEs auszuweichen, wo ihr sterbt. Dann wird schon mal gezeigt, welche Kostüme bzw. welches Equip, wie das aussehen wird aus dem Raid. Für männlich, weiblich, für verschiedene Klassen. Dann random, keine Ahnung, hat er das Bild gezeigt. Dann Housing Content, der mitzukommt. Praktisch so eine japanischen Sitzmöbel kommen mit rein. Housing-Stil wie in Nier Automata. Auch nice. Dann bisschen Tischdeko. Diese, wie heißt das? Oktopusbällchen. Okonomiyaki oder irgendwie so. In Biber Hamburg. Einfach halt so ein bisschen Deko noch. Dass diese Anziehpuppen halt auch jetzt das Aussehen der beiden neuen Rassen haben können. Dann kommt hier Werbung. Und dann haben wir hier die Änderung für den Monk. Ja, was soll man dazu sagen? Der Barde kriegt endlich einen DPS-Boost auf sehr, sehr viele Skills. Beim Astrologen werden MP-Kosten verringert, Recast-Cooldowns kürzer gemacht, Effekte von einem Skill auf den anderen gechanged. Und der Summoner wird nochmal genervt. What? Das haben sie beim letzten Mal schon gemacht. Was wollt ihr noch machen? Seid ihr bekloppt? Ich weiß, dass er stark ist, aber trotzdem, ihr könnt nicht zwei Patches hintereinander eine Klasse nerven. Was soll das? Ist zwar jetzt nur erstmal der eine Skill, aber trotzdem, hey, was? Dann zeigen ein bisschen die. Den wilden Stamm der Zwerge und
halt wie es dann bei denen so aussehen wird. Ich hasse ihn dafür, dass er mit diesem Mount da die ganze Zeit umherfliegt, ne? Ich würde ihm das am liebsten sofort abziehen. Okay, dann kleines Update für die Crafter und Sammler. Es wird jetzt dieses System hinzukommen, dass man, wenn man Level 15 erreicht hat, praktisch schon Test Crafting machen kann, was keine Materialien verbraucht, um zu checken, habe ich jetzt die richtigen Skills, um dieses Crafting komplett durchzubekommen, ohne dass es fehlt. Praktisch, dass man jetzt immer testen kann, schaffe ich's oder lose ich. Dann noch so ein paar andere kleine Änderungen, dass du dir anzeigen lassen kannst. Das Objekt braucht halt die und die Mats und wenn du die Anzahl, wenn du jetzt vier von den Objekten machst, brauchst du die und die Mats praktisch, dass du nie wieder zu viel Mats sammelst oder zu viel Mats kaufst. Ja, okay, so eine kleine Hilfe, aber die Leute können doch rechnen, oder nicht? Dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten auch fürs Craften. Ja, es ist nicht meins, ne? Deshalb gehen wir da mal schnell dran vorbei. Dann wird hier noch mal ein Pet gezeigt, was man dann bekommen kann, wenn wir in Ishgard den Wiederaufbau machen werden in 5.31. Und dann halt gibt es halt diese typischen Sachen, dass man wieder neue Items sammelt im DAD mit seiner Bazooka. Halt sich da sein Rank holt, indem man da beim Wiederaufbau hilft, sich die Punkte da eintauschen kann und sich dann halt Pets-Stuff wieder bei den NPCs da holen kann. Dass man umso mehr man mitgeholfen hat, umso einen besseren Rang kriegt man beim Wiederaufbau und dann kriegt man halt Titel. Hier ist nochmal ein neues Pet, wie heißt die? Geira-Katze oder so heißt die auf Deutsch. Die gibt es schon einmal als Pet und hier, aber jetzt hat die noch so ein ein bisschen winterlichen Mantel an. Und die zeigt dir halt dann die Widerstandswaffen, die ja auch erst später kommen. Wird hier ein bisschen erklärt, dass man halt diese neue 72-Mann-Instanz hat, ähnlich wie Eureka, dass man die halt in der Story halt erkunden kann. Hier haben wir auch ein Bild von der Instanz. Praktisch hier unten startet man und während dieser Instanz will man halt dieses Castrum stürmen und wir versuchen halt dorthin zu kommen. Man muss diese Instanz nicht machen, um die Widerstandswaffen zu upgraden. Es ist nur eins von zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine Story, wo man halt während der Story irgendwas grinden muss oder man macht halt diese Instanz. Die Instanz kann man mit Level 71 und höher betreten, wird aber auf 80 gesenkt und alles equipped wird auf Item Level 430 dort drin gesenkt. Das heißt, dass jeder die gleichen Voraussetzungen da drin hat. Das heißt, selbst wenn du die Waffe noch nicht hast, weil du noch nicht Level 80 bist, kannst du da trotzdem schon rein und da drin Stuff machen. Man kann da drin leveln, wurde auch gesagt. Genau.
Neue Optionen zum Leveln, bla bla bla. Man kann sofort reiten, aber man kann nicht fliegen. Dann halt hier so ein paar In-Game-Bilder von den Gegnern. Und praktisch, man hat so ein Rank-System, wenn man da drin ist. Man sammelt dieses Mieltle, praktisch so eine Rankpunkte, während man da drin Gegner besiegt. Und die sammelt man halt an, sammelt man an, geht man zu einem NPC, erhöht seinen Rang dort, und umso höher der Rang von den Leuten ist, umso weiter wird halt diese Frontlinie, die dieses Castrum erobern möchte, weiter gepusht, umso mehr Gegner kommen halt auch und so weiter. Dann gibt es Fate-ähnliche Sachen. Das heißt, wo man einmal mit einer großen Gruppe einen bossartigen Gegner besiegen kann, um diese Rankpunkte zu sammeln. Beziehungsweise auch kleinere Gegner, gegen die man in Fate-ähnlichen Kämpfen diese Punkte sammeln kann. Das Ganze wird auch noch so ein bisschen mehr erklärt, aber allein diese Erklärung hat schon eine halbe Stunde oder so gedauert im Livestream. Deshalb werde ich da jetzt nicht so genau drauf eingehen. Es gibt halt ganz normale Gegner, die überall rumlaufen, die keine Rankpunkte gibt. Dann gibt es diese Fates, die auftauchen, Fate-artigen Sachen, die auftauchen können, indem man halt diese Rankpunkte bekommt. Und diese können halt mit 24 Mann oder mit 48 Mann bekämpft werden. Der größere Fate muss eingeleitet werden. Das heißt, da muss eine bestimmte Voraussetzung von den Spielern erfüllt werden, bevor der auftaucht. Ansonsten kann man nur kleinere machen. Wenn der aufgetaucht ist, dieser größere Raid, kommt so ein Anmeldefenster, willst du mitmachen? Ja, klickst. Und wenn du Glück hast, bist du in diesem 48-Mann-Ding dabei, um deine Chancen zu erhöhen, dass du dort mitmachen kannst. Solltest du natürlich aktiv da in der Instanz was machen, am besten auch mitgeholfen haben, diesen Fate-ähnlichen Inhalt da zu spawnen. Oder natürlich so viel gemacht haben, dass du irgendwelche Items hast, die dir helfen, dass du ausgewählt wirst zu den 48 Mann, die da kämpfen dürfen. Denn es sind ja insgesamt 72 Mann mit einem selber. Und wenn dann nur 48 in diesen Kampf rein dürfen zum Beispiel, dann bleibt natürlich jemand draußen, und wer natürlich mehr dazu beigetragen hat, dass dieser Inhalt gespawnt wird, hat natürlich auch die höhere Chance, den auch machen zu dürfen. Dann haben sie halt diese Phasen, man triggert das zuerst, dann guckt man, ne, ist glaube ich selbsterklärend, dann wurde halt getriggert, dann registrierst du dich, 4-0 von 48 Mann, die mitmachen zum Beispiel, dann Gruppenaufstellung, bla bla bla, tust dich halt zusammen und wartest halt, bis der Inhalt losgeht. Und es kann vorkommen, dass man, wenn man sehr gut bei einem dieser Fate-ähnlichen Sachen war, dass man einen Fate für sich alleine bekommt. Und zwar praktisch so ein 1 gegen 1 könnte man das nennen. Ihr seht hier ein Spieler gegen einen Gegner. Warte, da hatten sie irgendwas geschrieben. Genau. Das war ein Tester. Also, das war ein Tester. Und die Leute hatten gesagt, der hält 3 Sekunden durch und dann ist er tot. Aber der Tester hat dann irgendwie 12 Sekunden durchgehalten, bevor er tot war. Es gibt natürlich auch wieder wie in Eureka so eine Actions, das heißt Skills, die du nur da drin benutzen kannst an der Bossia Front. Und ihr seht hier schon wieder irgendwas mit Heilung, wieder irgendwas mit Schilde. Die heißen hier Lost Actions.
Und er zeigt die auch irgendwo. Dann natürlich meldest dich ganz normal zum Inhalt an, hast dann NPC, du kannst dir alles nochmal durchlesen, wie was abläuft. Kommst halt in dieses Lager, Startlager rein, hast ein paar Anzeigen. Und wo ist es jetzt? Wo ist es jetzt? Genau. Hast hier für Angreifer, Verteidiger, Heiler und so weiter. Hast du halt diese Lost Actions. Warte, jetzt zeige ich das hier. Ganz viele Angreifer-Skills, ein paar Verteidiger, ein paar Heiler-Skills. Buffer-Skills, Scout-Skills, Debuff-Skills und halt Items. Eine Phönixfeder, irgendwie eine verbesserte Version der Phönix für irgendwelche Tränke. Und diese Lost Skills kann man herstellen, indem man an diesen Aktivitäten halt in der Instanz teilnimmt. Dann bekommt man so eine Fragmentsplitter, die du halt sammeln kannst und benutzt die halt, um diese Skills herzustellen. Ja, es wurde noch irgendwie was gesagt von, also stellst diese Skills her. Diese Skills sind praktisch so Kristalle, die du benutzt. Und jeder Kristalle hat einen Gewichtswert und man kann nur ein bestimmtes Gewicht halt tragen. Das heißt, du kannst jetzt nicht komplett alle Kristalle mit jedem Skill da drin mit dir rumschleppen, sondern du musst halt eine kleine Auswahl treffen. Das wurde jedenfalls gesagt, aber es wird hier in keinem der Bilder irgendwas Gewichtartiges gezeigt. Also nur falls das nochmal auftauchen sollte, ich habe es mal erwähnt. Dann natürlich, man bekommt halt die Entscheidung. Möchtest du diese Instanz machen, um für Gerold, halt fürs Craften der Widerstandswaffen die Mats zu holen oder holst du dir die außerhalb dieser Instanz? Da steht das. The requirement items can be found in or outside. Ne? Also man muss das nicht machen. Es ist halt nur eine Möglichkeit. Und wie gesagt, die kommt da so nicht jetzt mit 5.3 sofort. Da dauert noch ein wenig. Dann rennt Yoshida da noch ein bisschen rum, gibt wieder mit seinen Mounts an. Und er ist auch ganz fies. Wir sehen hier in diesem blauen Pfeilmarkierung, dass da ein Fade ist. Der ganze Chat ist ausgerastet und wollte, dass Yoshida den Fade zeigt, aber er pft ab, nee, tschüss. Und wie gesagt, das dauert halt noch, bis das mit reinkommt. Dann wurde angekündigt, ein neues Yokai Watch Crossover Event. Und dass seit dem letzten Crossover-Event ein paar neue Klassen mit reingekommen sind, bekommen diese neuen Klassen jetzt auch Yokai Watch Waffen. Und dazu gehöre ich natürlich immer auch ein neues Pet. Und wir bekommen auch noch ein neues Mount, praktisch ein Katzensitz-Flugkissen. Werden wir auch gleich zeigen. Das sind hier noch die alten Waffen. Die konnte man ja bei den letzten beiden Yokai Watch Collaboration Events sich holen und hier sind jetzt halt für die Revolverklinge Samurai, Red Mage und Dancer die neuen Waffen. Yoshida zeigt auch die neuen Pets, die da mit zugekommen sind. Und die Pets, die sind halt fast so groß und mehr wie Yoshidas Charakter. Es ist so lustig, sie jedes Mal zu sehen. Dann irgendwas zu den Resistenzwaffen, keine Ahnung, was mit der Aussage gemeint ist. Dann natürlich das Datum, wann das Yokai Watch Collaboration Event sein wird. Und zwar am 19.8. Und hier eine kleine Zusammenfassung, was denn noch an Events kommt bis November.
Und zwar, es müsste der Feuermondreigen sein. Kommt praktisch ein Tag nach 5.3, es kommt gleich das erste Event. Dann 7 Tage später kommt das Yokai Watch Event. Dann nochmal ein bisschen später kommt gleich das nächste Event und dann Late Oktober, Anfang November wird dann das Gold Saucer Event kommen, was ja sonst eigentlich immer Juni, Juli kommt. Es ist halt ein bisschen verschoben worden. Und irgendwo zwischen hier und Ende November kommt dann 5.31, 5.35, 5.4. Ansonsten nochmal was zur Verschiebung der Fanfestivals. Wurde halt ein bisschen was geschrieben. Halt cancelled, cancelled, cancelled. Bla bla bla. Wird im Februar 2021 stattfinden. Dann wird es am 10. August die offizielle Live-Patch-Note-Lesung geben zu 5.3 mit Yoshida und Fox Clone. Dann die verschiedenen Livestreams, die noch kommen. Halt diese Community-Livestreams, die sie jetzt immer schon ein paar Mal gemacht haben, wo sie auf verschiedene NE Japan EU-Server gehen und da mit den Leuten spielen. Haben sie noch ein bisschen gesagt. Hier, dieses Community-Zeug, ne? Dann wer eine Matoya Ishtola Statue haben möchte, nur 90 Euro. Aber oh, ist schon niedlich, ist so niedlich. Dann wer gerne das Omega-Paar haben wollen würde, wird auch noch mal hier gezeigt. Auch sehr, sehr nice. Warte, da war 200 noch was, ne? Genau, 226 Euro. Oh, dann noch mal Musik, Album. Jetzt haben sie das Bild nicht drin gehabt? Nee. Beim Yokai Watch Collaboration Event gibt es ein fliegendes Katzenkissen als ein Mount. Hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ich dachte, das hätten die noch als Bild mit drin, aber haben sie irgendwie nicht mit reingenommen. Hier war nochmal die bisschen veränderte Übersetzung für die Skill-Änderung nochmal. Naja. Okay. Dann war es das. Okay, hat nur eine halbe Stunde gedauert, was ich vorher in 2 Stunden aufgenommen habe. Sollte ich vielleicht öfter so machen. Also das war dann bisschen die Stream-Zusammenfassung. Ich suche jetzt noch den Trailer raus. Den gucken wir uns dann an. Hi Leute und willkommen. Nein. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal den 16. Trailer an. Schier endlos ist der Pfad, den du festen Schrittes folgst. Weiterer Sternenregen. Was noch mehr? Vielleicht wird mit der Zeit manche Begegnung und manches Erlebnis in Vergessenheit geraten.
Wie gut, dass du alleine kommst. Ich wollte ungestört ein paar Worte mit dir wechseln. Weißt du überhaupt noch, wer du bist? Und was deine wahre Bestimmung ist? Du hast doch bestimmt Verständnis dafür, wenn jemand an die Grenzen seiner Kräfte geht. Erlebte Glück, die vergossenen Tränen, die Gebete deiner Lieben, sie treiben dich an. Das ist dein Ende, Krieger der Dunkelheit. Und du weißt, du bist nicht allein. Es gibt da übrigens noch etwas, um das ich dich bitten möchte. Sobald das hier alles vorbei ist. Peggy. Okay, dann war es das von dieser kleinen Zusammenfassung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt nicht so wie beim letzten Mal, wo wir uns die Sachen bei Twitch aus dem Livestream rausgesucht haben, aber ging halt so bedeutend schneller. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.